Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele heute FSR 4. So ist, glaube ich, das Spiel. Und wünsche euch dabei viel Spaß. Das ist halt so ein Simulator. Da kann man sich halt hier so Fahrgeschäfte halt holen. Hier zum Beispiel die Krake oder so. Die hier habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den Meteor. Jetzt lädt das Spiel ein bisschen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel hier kennt. Aber warum lädt das immer so lange? Komm schon, lad doch. Hallo. Jetzt lädt das. So. Wir können hier auch mal ganz kurz ranzoomen. So, also man kann hier einmal jetzt hier die Bügel schließen. Dann kann man das hier freisetzen. Das Ding hier runterfahren. Ich weiß nicht, welche Kameraperspektive gut ist. Die hier vielleicht. So. Und zwar können wir dann hier einmal unten raufklicken. Können wir zum Beispiel hier den ganz Power geben. Und jetzt seht ihr ja, jetzt schwingt der. Aber jetzt können wir hier auch noch den drehen. In beide Richtungen geht das. Dann kann man hier jetzt auch noch Scheinwerfer einstellen. Und man kann tatsächlich hier auch zum Beispiel das hier abspielen. Oder das hier. Und hier kann man jetzt auch zum Beispiel noch Nebel mit ins Bild bringen. Also zum zur Fahrattraktion. Wie kriege ich das jetzt hier wieder weg? Also. Und hier kann man halt noch die Kameraperspektive ändern. Jetzt, also das Ding macht ja jetzt auch keinen richtigen Looping. Das schwingt ja nur. Wenn ich jetzt hier auf das Looping-Zeichen gehe, dann macht er auch so einen ganzen Überschlag. Und jetzt einmal die Richtung ändern. Okay, ich gehe erstmal so in die Richtung. Den kann ich jetzt mal wieder ausstellen. Ich will das in die andere Richtung haben. So. Okay. Wenn man hier oben auf die drei Striche geht, kann man hier auch noch die Uhrzeit einstellen. Jetzt sind das 23 Uhr oder 0 Uhr. Oder jetzt hier 8 Uhr. Kann man hier auch alles einstellen. Und dann sieht man hier halt noch die Zeit, wie lange. Und man kann hier auch noch irgendwie ja hier Armfarbe und so einstellen. Jetzt geht das wieder. Jetzt habe ich den nochmal verstellt. Wir können nochmal in die Ego-Perspektive gehen. Nee, das ist die Fahrgastperspektive hier. Ah, die ist nicht so schön. Jetzt können wir das ganze Fahrgeschäft mal anhalten. Jetzt muss das Ding erstmal wieder zum Stehen kommen. Okay, das dauert eigentlich immer sehr lange. Kamera backt richtig hier. Aber ist nicht so schlimm. Und dann mal bremsen. Jetzt kommt er langsam zum Stehen. Achso, und mit diesem Teil hier oben, was ich jetzt gerade anklicke, damit kann man halt die Bremsen feststellen. Also, dass der sich am über Kopf drehen kann. Und jetzt sieht man hier auch endlich Steinleute an. Steckt mal alle bitte schnell ein. Ey, das Ding können wir jetzt ganz voll machen.
Mehr passen da, glaube ich, nicht rein. Dann werden wir es jetzt mal ganz kurz wieder schließen. Wir werden das hier mal ganz kurz runterfahren, das hier locker stellen. Werden wir hier wieder Power geben. Komm schon, Meteor. Jetzt werde ich hier nochmal Nebel mit reinbringen. Richtig schön viel Nebel. Kameraperspektive werde ich jetzt nicht ändern. Aber hier vielleicht nochmal. Okay. Kann ich hier mal das Licht ganz kurz ändern? Also erstmal werde ich es hier dunkel machen. Ich werde es mal hier 0 Uhr machen. Ey, das sieht voll geil mit dem Nebel aus. Oh, das sieht auch cool aus. Warte, ich kann mal hier bunt machen. Ja, das sieht perfekt aus. Ja, so lasse ich das. Auch mit dem Nebel ist das voll cool. Ich habe die Bügel nicht ganz zugemacht. Hilfe. Seht ihr, hier oben sind die Bügel orange, sie müssten grün sein. Okay, die Bügel sind nicht ganz zu. Jetzt habe ich Angst. Ach, die Leute kenne ich da drin noch nicht. So, jetzt werden wir mal gleich ein Looping starten. Die Bremse muss... Achso, die Bremse muss aktiviert sein. Jetzt geht das nicht. Wahrscheinlich, weil die sich dann doppelt über Kopf drehen oder was. Ist die Bremse jetzt ganz aktiviert? Nee, die Bremse ist nicht ganz aktiviert. Okay, jetzt ist sie aktiviert. Warum geht das hier eigentlich nicht mit dem Lautsprecher? Hört ihr was? Das müsste eigentlich Kommandowagen sein. Okay. Meine Ego-Perspektive beim Looping. Das ist die Fahrer. Oh, sieht das scheiße aus, oder? Aha. Sieht auch gar nicht so scheiße aus. Ja. Jetzt sieht man ja auch, dass sie sich so ein bisschen drehen. Wenn ich jetzt den Looping ausschalte und das Ding auch noch. Dann seht ihr auch richtig, oder? Ja, jetzt. Seht ihr das? Also, die Leute da drinnen drehen sich richtig. Oh mein Gott. Die überschlagen sich ja richtig. Aber wenn ich jetzt hier die Bremse aktiviere und dann den Looping einschalte, dann sind die Dinger doch gar nicht fest, oder? Sind die Dinger fest? Nee. Okay, ich mach die einfach wieder so. Ich geh mal wieder in die Perspektive. Ich muss den Wagen langsam mal bremsen. So. Nebel auch mal am besten aus. Was ist das Feuerzeichen? Seht ihr hier irgendwo Feuer? Weil es ist halt so ein Feuerzeichen. Das habe ich halt angemacht. Ich sehe halt 0%. Ah. Weil ich sehe halt 0% Feuer. So.
neue Runde, nur das Glück. Ach so. Das Podest muss hochgefahren werden. Jetzt ist er wieder unten. So, Bremse. Jetzt kapiere ich das. So, jetzt steigen die Leute wieder aus. Gut, aber wo ist jetzt das Feuer hier? Das würde mich mal interessieren. Sind alle Leute drin? Dann kann ich das jetzt immer wieder schließen. So, dann kann ich das Ding auch mal wieder starten. Geht's endlich los. Der ganze Spaß geht wieder los. So. Looping. So, jetzt gehe ich mal wieder ins Hauptmenü. Das war's auch mit dem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao.